euch zwei, auch wenn es nicht viel bringt, zum Bauen schicken, weil hier ist kein Holz mehr. Jetzt kommen sie alle sich um die Steine prügeln. Oh, schön, sie machen das Haus vielleicht fertig. Und ja, ich könnte mir jetzt hätte mir Steine sparen können, indem ich Flachdächer wie beim Lager und bei den Werkstätten gemacht hätte. Aber ich wollte, dass das noch ein bisschen was Besonderem aussieht, so wie bei der Kirche auch. Auch wenn ich mich bei der Kirche um einen Stein vertan habe und es deswegen jetzt so aussieht, aber... Machen wir hier und hier noch jeweils eine Laterne hin, weil ich brauche auch noch da oben zwei Stück. Kann ich nämlich hier nochmal 4 in Auftrag geben. Dafür brauchen wir aber auch nochmal 4 Eisen. So. Schalten das X-Ray wieder an. Und schnappen mir meine zwei Bauarbeiter hier, damit die diese Tasks erledigen für mich. Hydra, du wirst mich veralbern. Danke, Hydra. So, wie sieht der Quarry aus? Die können nämlich hier selbstständig arbeiten. Hier liegen wieder Steine in der Gegend rum. Bestia, sei mal so nett und sammel das Zeug hier ein. So, danke Bestia. Ach, Horizon. Selbst, komm mal her. Sammel bitte das Zeug da ein. Danke. Ah, den letzten auch bitte. Ich sagte den letzten auch bitte. Danke. So, die Schmelzöfen schaffen. Ich weiß nicht, warum ich... wie viel habe ich in Auftrag gegeben? 8 habe ich in Auftrag gegeben, statt 4. Ups. Naja. Kann ich dann bei Gelegenheit nochmal 4 Stück platzieren. Also, unsere Holzvorräte sehen in Ordnung aus.
Ja, genau, geht bitte hier hoch und macht hier oben fertig. Das wird jetzt gerade gleich lustig aussehen, oder? Naja, crasht einfach nur nach unten. Auch gut. So, da liegen zwei Steine schon mal rum, die ihr nutzen könnt. Aber ja, das Lager ist gut beleuchtet jetzt. Die Türme sind beleuchtet, die Eingänge sind beleuchtet. Jetzt muss nur noch unser Bergfried richtig beleuchtet sein und da ist alles gut. Also ja, wahrscheinlich werde ich am Anfang mit dem neuen Projekt es 3, 4 Wochenenden, dann werde ich mal dazwischen oder mal irgendwann als Special mal Castle Story hier unser Projekt zu Ende bringen, denke ich mal. Wichtig ist, dass wir die Gebäude hier noch fertig kriegen. Weil dann so Sachen wie die Lager füllen mit Sachen. Das ist dann alles so Nebensache eher. Aber ja, wir haben jetzt wieder richtig Nacht, aber man sieht die Beleuchtung recht gut in unserer Burg. Für dich zumindest. Das erste Wohnhaus ist soweit fertig. Wir können halt keine kleinen Türen reinsetzen. Es gibt keine kleinen Türen. Es gibt nur die großen. Deswegen müssen wir die halt offen lassen. Ich finde unser Lager da in der Mitte, das macht auch einiges was her. So sieht die Mitte wenigstens nicht so leer aus. Die letzte Lampe für unser Hauptgebäude. Tux hat gerade nichts zu tun. Dann lassen wir Tux die beiden mal als nächstes Gras sammeln. Vielleicht nicht so viel Gras. Lassen Sie ruhig mal auf Priorität sammeln. Dann kann die AI auch mal wieder was machen. Das sieht nicht so schön aus. Novon ist zum Eisen abbauen. So, jetzt haben sie gar keine andere Wahl, als die Treppe zu nehmen. So, Gong, du machst jetzt Folgendes.
Du machst jetzt noch den Block da weg, dann kann der nächste, der kommt, den untersten Stein weghauen. Dann haben wir hier wieder ein paar Steine für unsere vier Bauarbeiter. So, Horizon, mach den mal weg. Plönk. Stürzt alles ein. Hier ist einer fleißig dabei, Brimstone abzubauen. Sehr schön. Brauchen wir ja nämlich auch Brimstone. Oh, da unten liegt was. So, da sollte ich auch nach und nach die Treppe jetzt abbauen. Da kann mir Chippo am besten helfen. Vor allem die Treppe, die wir da so anlegen, brauchen wir gar nicht gerade. So. Sehr gut. Unsere ersten Bauarbeiter kommen hier angerannt. Oh, das zweite Haus ist fertig. Dann schauen wir uns mal Hydra. Also den hier weghaut. Stecken ihn wieder in den Quarry. So. Ein bisschen Eisen ist hier noch. Naja, wir tragen den Berg erfolgreich ab. Nach und nach. Kannst du die wegmachen? Nein, dann gehen halt deine Steine hops. So. Der Stein sieht nur so aus, als ob er da fest verankert wäre, aber er liegt da rum. Weil er halt einfach so hingerollt ist. So, Gras wird langsam wieder mehr. Gut. Dann können wir die beiden auch bald zum Bauen schicken wieder. Ach, sie haben auch eh das gesamte Gras, was ich hier markiert habe, abgeerntet. Dann schnappt euch mal hier Steine.
So, Bestia sammelt das da unten mal auf und dann kannst du weiter ziehen. So, einmal kann Novo noch füllen, dann ist nämlich unser Eisenvorrat wieder gesättigt. Kommen aus dem kleinen Brocken da mehr als 20 raus? Nein. Okay, dann gehen wir nochmal in den X-Ray. Geben hier schon mal 4 Laternen in Auftrag. Die kann... Wer was nochmal No One dann bauen, wenn er hier fertig ist. Aber ja, Eisenvorräte sind gefüllt. Brimstone füllt sich langsam wieder, weil wir bauen ja auch noch nebenbei Brimstone ab. So. Dann haben wir wenigstens schon mal 4 Fackeln. Und ja, das Haus nimmt auch endlich Form an. Also beide Häuser sind, haben die Grundmauern. Jetzt fehlen nur noch die Dächer. Wie bei den beiden. Aber das hier kriegt schon mal sein Dach. Was sagt denn der Bildtags? Noch 58 Steine. Mhm. Da sind 7, aber hier liegen keine mehr rum. Okay. Ein Chippo hat keine Lust zu laufen. Oh, sag bloß, die bauen jetzt nichts mehr ab, weil das Eisen voll ist. Oh Gott, nein. Das kann uns jetzt ein bisschen im Zeitplan zurückwerfen. Ich hoffe, No One holt jetzt Eisen. Was sagt das X-Ray? Ups. Das X-Ray sagt... Er hat einen gebaut bis jetzt, aber ich glaube, jetzt füllt er erst einmal wenigstens 1 von den Dingern mit Eisen.
Okay, ich helfe mal nach, sonst wird das nichts. Am besten helfe ich bei beiden nach. So, jetzt könnt ihr wieder eisen. Wieder Steine abbauen eigentlich. Ja, jetzt wird auch wieder abgebaut, sehr schön. Hydra, räum bitte die Steine da auf. Also sammel bitte die Steine da ein. Besser ausgedrückt. So. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, wo wir noch Fackeln gerade hinsetzen müssten. Weil außen um die Mauern herum brauchen wir jetzt nicht unbedingt Fackeln oder hier hinten. Das ist eigentlich alles schön beleuchtet und die Sonne geht jetzt eh gerade wieder auf.